Ja Leute, was geht? Black Shadow hier und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Online Road to Level 60. Heute mal nicht alleine, und zwar ist die Tati mal wieder am Start. Hi! So, nach langer Zeit mal wieder eine weitere Folge. Kam halt gerade sehr viel dazwischen und so. Und ja, jetzt geht's in Hallertali mal endlich. Seit der letzten Folge mal eine neue Dungeon wieder. Und mal sehen, was die Leute bringen. Natürlich Tati am Tanken. Apropos, die habe ich noch gar nicht getankt. Nein, echt nicht? Mm-mm. Nein, gar nicht. Stimmt. Wir haben aber wenigstens keine Anfänger hier. Gerade ist in Final Fantasy Online irgendwie ein großes Problem, dass... Ah ne, als erstes auf den Doktoren. Gibt es gerade ein sehr großes Problem, und zwar mit den Anfängern. Es gibt viel zu viele Anfänger gerade in letzter Zeit. Was ich nicht so feier. Weil die, sagen wir es mal so, viele haben schon eine Ahnung, aber viele auch nicht. Naja. Viele auch nicht. Stimmt ja auch. Ja, stimmt schon. Und wie man auch gemerkt hat in der Palast der Toten Folge, ja. Lief von Anfang an nicht so gut wie gedacht. Hier ist ein Bomber, Tati. Mhm. Nehmen wir mit? Gut, erst auf den Bomber. Ja, es lief nicht so gut, weil wir keinen Healer hatten, aber das wird wiederholt. Auf jeden Fall. Und ja, was wird jetzt in letzter und nächster Zeit an gute Spiele rauskommen? Kingdom Hearts, was ich mir nicht holen werde. Ah. Ich mir schon. Ja, du dir schon. Morgen! Ja, morgen. Heute ist der 30.03. Deswegen. Naja, was auch noch geil wird halt, ist auf jeden Fall Stormblood. Jeder, der eigentlich der Final Fantasy Online spielt, holt sich wahrscheinlich. Da und dann halt noch Final Fantasy 12, was eigentlich auch richtig nice wird. Hast du es eigentlich gespielt? Nein, ich hab's noch nicht gespielt. Aber ich spiel's jetzt dann, wenn's rauskommt. Ja, zum Glück. Schade ist, dass es keinen Multiplayer gibt, aber damit haben sie das freie Rumlaufen und so eingeführt bei Final Fantasy eigentlich. Wenn ich mich nicht jetzt nicht... Ah nein, nicht! Nein, 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 nein. Vom Kampfsystem her meine ich jetzt. Vom freien Kampfsystem. So wie hier jetzt bei Final Fantasy Online. Aber sonst kommen noch sehr viele gute Spiele mit raus. Persona 5 und halt noch mehr, was auf jeden Fall krass wird. Und warum sind ja eigentlich so viele? Hast du gleich alle getankt? Keine Ahnung. Hast du eigentlich gleich alle getankt? Eventuell. Oh ja. Du hast Glück, dass der Healer kein Anfänger ist. Da hast du auf jeden Fall Glück. Aber hier ist auch noch ein Dings dabei, ein Ninja. Schurke und Ninja. Und was ich vergessen habe zu nehmen, ist das Mineralwasser. Ich aber Gut. Vergessen, Mineralwasser zu nehmen. Natürlich für mehr IP und so Zeug. Weil wir wollen ja schnell auf Level 60 kommen. Und die ganzen Sachen nacheinander machen. Auf jeden Fall alle Dungeons. Die Prüfungen wahrscheinlich auch. Was ich halt jetzt überlege, was ich nicht machen werde mit dem, ist es... Nee, die Raids schon, sondern halt Alexander und Bahamut. Auf jeden Fall nicht. Weil, Bahamut 2-4. Ja, wir haben erst letztens so eine... Ja, stimmt, 2-4, ey. Mach wir das doch. 2-4, nein. Ich mach das nicht nochmal mit den Meteoren. Das ist einfach nur zu krass. Moment, ich nehme kurz mein Mineralwasser. Okay. Ja, 2-4. Viele haben es wahrscheinlich schon gespielt, aber wir haben am Wochenende. Wochenende war es, gell? Das war Sonntag. Das war Sonntag, ja.
Ja. Sonntag durchgesuchtet, alle 12 Teile von Bahamut auf Anzünd, auch wenn es Anzünd war, war es trotzdem übel. Auf jeden Fall 2-4 mit dem, ich weiß jetzt nicht, wie der Drache heißt, aber cool. Aber das Ende von 2 halt, von der zweiten Stage. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das schlimm. Oh ja, zu schlimm. Und ich will nicht wissen, was bei Alexander noch alles kommt, weil ich bin ja jetzt erst bei 7. A7. Weil da kommen dann bestimmt auch noch so üble. Weil das wäre ja jetzt, also von Bahamut war es ja T9. Das heißt, das 9. war übel. Aber sonst eigentlich, im Großen und Ganzen geht's eigentlich. Ja, jetzt wieder zurück zu Dungeon. Erster Boss natürlich. Was muss man einfach nicht viel beachten, aber einfach drauf. Hey. Einfach drauf gehen. Die, sagen wir es mal so, wenn ein Healer gut ist, dann braucht man nicht die Teile killen. Die, wo jetzt hier gleich an der Seite kommen. Weil die, was soll ich gerade sagen, diese, der tut halt so Adds casten, die halt ins Lagerfeuer gehen und dann halt ein AOE auslösen, aber wenn man schnell runterknallt, geht's eigentlich. Da Mantis. Weil die kommen jetzt von, wo kommen sie jetzt her? Von dort hinten, aber passt. Passt auf jeden Fall. Du hast ja unter Kontrolle. Wundert mich selbst, ne? Hier kannst du schon die Dreier nehmen, gell? Die Dreier-Kombo mit dem Dunkelritter. Nee. Noch nicht. Nee. Okay. Passt ja. Leider nicht. Passt ja trotzdem. Schon mal. Oh Mann. Nee, vorhin hatte ich genauso einen in Hauke Herrenhaus. Habe ich mit meinem Hermetiker ein bisschen leveln wollen. Nein. Man hat gemerkt, dass er zum ersten Mal getankt hat. Er rennt einfach durch, Das ohne war zu ziehen. nicht schön. Nein. Achso, du mal redest von dem. Ich rede von Hauke, wo ich alleine gespielt habe. Aber Sastascha war auch Ach schlimm. so. Sastascha war auch schlimm. Auf jeden Fall war Sastascha schlimm. Okay, hat der eigentlich kein Helios? Ah doch. Wollte schon sagen. Ja, so war es gleich schon mit Pyros, aber das ist eigentlich auch eine der einfachsten Dungeons überhaupt. Weil du musst hier nicht Okay. viel beachten. Das Einzige, was du be... Nee, hier musst du gar nichts beachten eigentlich. So großartig. Die Bomber kommen halt und so, aber sonst musst du nichts beachten. Wo bist du? Bist noch hinten? Ich komme Ah, schon. hier. Nein, ich bin schon da. Wie Sind ihr es vom Titel her ekelhaft. seht, am Horizont der Bestimmung, habe ich jetzt auch gestern mal endlich die scheiß Hauptstory fertig gemacht. Also scheiß auch nicht, aber geil. Weil man hat ja über viele Personen was Neues erfahren. Aber sie ging halt lange, sagen wir es mal so. Was eigentlich übel ist. Und du sollst auch mal weitermachen. Ja, ich tue mein Bestes. Naja. Oh, ich ziehe das Akku. Passt. Ja, okay, sagen wir mal so. Du brauchst auch nicht. Oder Erzbasilika mit den Zivilisten. Ich glaube, du brauchst aber auch nicht mehr so lange, bis du endlich mal zum. Nee, du musst erstmal zum Antiturm kommen. Jetzt weiß ich's. Ich muss erstmal diese Quest schaffen. Ich glaube, keiner hat mich bisher so aufgeregt wie die. Weil du, das ist einfach, weil du durchgerannt bist. Ja. Einfach durchgerannt. Das Karma. Da kommt's Karma wieder durch. Ja. Siehst du alle? Okay, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ah, okay, du hast alle, gut. Ich wollte gerade schon sagen. Naja. Bald steht ja auch schon der Startschuss zu Stormblood an und
Es wird gesuchtet. Auf jeden Fall der Samurai. Ich will den Red Mage. Ja, die 2-9. Was mich halt ja nicht wundert oder so halt. Wir hätten einen neuen Dings reinmachen sollen. Einen neuen Tank irgendwie. Auch wenn es schon 3 Stück gibt, aber ein neuer Tank wäre trotzdem geil gewesen. Vielleicht hätten dann auch wieder mehr Tanks gespielt. Ja, ich glaube. Weil wenn du ohne Tanks reingehst, dann war es das. Dann darfst du erstmal bis zu 10 Minuten warten. Wenn du nicht als Tank reingehst. Und wenn du als Tank reingehst, eine Sekunde. Dann gleich gestartet. Aber wir rennen hier eigentlich schon gerade durch. Irgendwie. Bestimmte Weise. Nee, weil du hast alles unter Kontrolle. Ich habe heute einen guten Tag. Nein, man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Nachher vielleicht passiert noch was. Irgendwas kommt noch. Ja, irgendwas kommt noch. Irgendwas. Oh, wir sind 22, gleich bald 23. Ich will bald auch endlich den Mönch haben. Mönch. Na super. Den Ninja. Hi. Mönch habe ich. Den Ninja will ich bald haben. Wie der andere. Hä, was macht denn der? Okay. Einfach geradeaus. Perfekt. Naja, wirklich perfekt. Mal gucken, ob was zu Persona 5 kommen wird. Wenn sie es nicht so wie die anderen zwei Spiele irgendwie striken. Weil wenn sie striken, ist es blöd. Weil dann kann man nicht. Das war bei Tales of Berseria und bei Digimon so. Dass die gestrikt haben, ja. Bei Tales of Berseria konntest du schon erst gar nicht aufnehmen. Und bei Digimon stand ganz vorne dran in Rot geschrieben, dass die Verbreitung jeglicher Inhalte aus dem Spiel untersagt ist. Oh. Haben sie aber bis jetzt auch noch nie gemacht eigentlich. Jetzt zum ersten Mal mit dem Spiel. Hier lang. Jo, weiter. Aber dass sie das überhaupt machen, das ist doch eigentlich eh Gepusche eigentlich, gell? Eigentlich ist es schon Gepusche. Durch die ganzen Let's Player und so ein Zeug. Also ich schaue mir auch immer erst Sachen an, ein bisschen, bevor ich dann entscheide, ob ich es mir hole oder nicht. Ist ja eigentlich auch besser so. Ja, finde ich auch. Was macht der? Ich glaube, der will, dass du da lang läufst, oder? Ja, komm mal in die Richtung. Oder so. Ich nehme mal den an. Mal gucken. Hexagone, Tati. Ui, wieso gehen die auf mich? Na gut. Kein gefesselt mehr? Doch jetzt. Oh Mann. Ich weiß gar nicht mehr, was die Fähigkeiten nochmal gemacht haben. Viel zu lange her. Schon wieder so mit dem Schurken. Ey. Viel zu lange. Schon wieder außen. Oh, da kommt noch eine. Tati. Ja. Hier ist eine Python gerade vorbei, gell? Ja. Genau richtig so. Nee, das ist ja eigentlich nur gepusht, aber. Trotzdem wollen die irgendwie. Du könntest immer ja trotzdem Geld Kingdom Hearts erholen. Dann Nein. könnten wir zusammen ein bisschen ragen. Nee. Kingdom Hearts ist nicht so meins. Auch wenn ich Square Enix Spiele spiele, trotzdem kein Kingdom Hearts. Dieses Dream Job Distance hat mir gereicht irgendwie. Okay, das ist auch blöd. Das ist wirklich blöd. Vielleicht gucke ich es mir mal an und dann mal gucken. Vielleicht hole ich es mir dann doch. Ja. Ich nehme es dir auf. Das ist krass. Aber das sind ja die Hauptteile, gell? Ja, das sind die Hauptteile. Und das ist cool, weil da ist ja einer dabei, den ich selbst noch nicht ganz gespielt habe. Ganz.
Ach so. Dann habe ich, da war ich auch gar nicht relativ weit aus dieser Birth by Sleep Teil. Ach so. Also ist der fast blind für dich. Ja. Ja, ist ja krass eigentlich auch. Das ist ja genauso wie bei mir mit Final Fantasy XII. Das habe ich ja auch nicht ganz durchgespielt, sondern nur bis zum bestimmten Punkt. Dann kam ich irgendwie nicht mehr weiter und dann habe ich einfach aufgegeben. Keine Ahnung wieso. Das war früher. PS2-Zeiten zum Glück noch. Aber wenn es jetzt noch rauskommt. Wann war das nochmal? 13. Juni, glaube ich. Hey. 13. Juni war das. Oder Juli? Nee, ich glaube Juni. Juli wäre ein bisschen zu viel für mich. Da kommt schon richtig viel raus. Nee, doch, Juli. Juni, glaube ich. Weil da kommt richtig viel raus schon. Okay. Stormblood, Final Fantasy Oh, XII. wie mache ich das denn jetzt? Zieh ihn hin und geh hier an Land. So, und wieder zurück. Genauso. Genauso gemacht. Okay. Jetzt kommen erstmal die Hexagone wieder. Muss die auch herziehen? Ah ne, die Nein, kommen. die gehen eh viel zu schnell rum, tot, deswegen brauchst du sie gar nicht tanken eigentlich. Okay. Mal gucken, vielleicht nehme ich Zenith auch noch auf. Aber wenn dann auf Anzug. Manche in Anzug sind einfach nur dreckig. Manche in Zenith. Ich habe mir mal vorhin von jemandem Dings angeguckt, ein Sophia EX, also Sophia Extrem, ja. Zenith, ja. Nee, das kannst du voll vergessen. Ja? Ups. Ja. Ich weiß nicht. Aber wenn Sophia schon so übel ist, wie ist dann verdammt nochmal Sorvan, ey? Dann ist der ja noch übler eigentlich. Stimmt, ich habe auch noch Ding offen. Hä? Bismarck Zenith und Ravanna Zenith. Hä? Nee, Ravanna haben wir doch gemacht. Dann habe ich nur noch Bismarck offen. Oder? Doch, das ist doch da, wo wir im Kreis gelaufen sind. Doch, ja. Oh, das. Wo du ein paar Mal gestorben bist. Mhm. Und du immer wieder Ein belebt paar wurdest. Mal. Ein paar Mal ist gut. Ja. Ich glaube, du hattest, glaube ich, 4000 oder 5000 weniger Life als wir. Eine Attacke gleich weg. Was aber eigentlich richtig krass war. Ja, aber die sind noch einfach, sagen wir es mal so. Bismarck ist bis jetzt der einfachste, den es gibt. Ravanna geht so in etwa. Ich weiß nicht, der ist jetzt nicht schwer, aber auch nicht einfach. Du musst halt die richtigen Leute haben. Wenn du nicht die richtigen Leute hast, dann war's das. Okay, jetzt kannst du eigentlich auch runter, weil der macht es nur zweimal. Oh, der andere hat das Akku gezogen. Der Healer. Aber ich hab schon wieder. Jo. Ja, das ist eh fast. Gleich bin ich 23. Nach dem Boss noch. So. Jetzt. 23. Nice. Nice, nice, nice. Was gibt's hier? Nix für mich. Was ist das? Oder? Was ist das? Krieger. Oh. Machen wir Bedarf. Ich habe nur eine 17 gewürfelt, also geht's. Ja, okay, war eh Bedarf. Okay, die Baumwollhose hast du erreicht. Okay, die habe ich. Die Ja. Doktoren. Ach, die wollte ich. Ey, das war übel. Die wollte ich mir vorhin kaufen, gell? Diese Doktoren-Dings. Im. Ja? Ja, die wollte ich mir vorhin im Brett kaufen. Für 80.000. Oh. Ja, weil ich irgendwas brauche, weil meins ist irgendwie schlechter geworden. Meins ist, glaube ich, auf Level 15 immer noch. Am Anfang vergisst man voll einfach zu leveln. Also die Ausrüstung bessere zu kaufen. Die Bomber regen mich sowas von auf eigentlich. Wenn du einmal nicht aufpasst und du drin stehen bleibst, dann warst du.
Von irgendeinem hast du das Ding verloren. Ja? Achso, an mir. Ja. Okay, jetzt mit passen. Hab ich es? Jetzt mit passen, ja. Erstmal auf die Gasbomber natürlich, wie immer. Mhm. Raus. So. Oh Mann. Was die meisten aber nicht machen, ist da nach da hinten zu laufen. Zu der Dings, zur Schatztruhe. Weil es irgendwie viel zu viel Zeit kostet. Wo ist denn überhaupt die Sandleiste? Hier müsste doch eigentlich eine Sandleiste irgendwo rumlaufen. Aber egal. Ist mir eigentlich auch egal, sondern gleich geht's zum Boss. Meuchelsprung. Oh, oh, oh. Vielleicht. Nee, ich werde nicht 24, das kannst du vergessen. Aber ich. 37. Wirst du dann? Mhm. Ach so, oder meinst du das andere? Ach so, ja. Oh Mann. Ja, 37 werde ich gleich. Ah, der hat die Sandpeiste. Du hast die Sandpeiste mitgenommen. Ups. Die wollte ich gar nicht mitnehmen. Okay, hier seht ihr doch noch die Sandpeiste. Ja, was macht die hier? Okay. Ja, die ist dir wahrscheinlich hinterhergerannt. Du hast sie wahrscheinlich mitgezogen oder sowas. Möglich. Naja, das war's ja gleich eh für die. Okay. Und 37, ja. Sehr schön. Also, letzter Boss. Muss man eigentlich genauso wenig beachten, einfach nur reinrennen und wenn die Hexagone auftauchen, Hexagone killen und den Rest kann man einfach wieder, wie bei Pyros, so stehen lassen. So, jetzt kommen die Hexagone. Die werden schnell fertig gemacht. Und noch der letzte. Insgesamt kommen immer drei Hexagone auf zwei Dinger verteilt, also zweimal macht er das. Und eigentlich sonst ist nichts hier mehr zu beachten, außer dass die halt wieder den AOE machen, den du auch noch ganz leicht ausweichen kannst. Also wenn er halt AOE hielt. Jetzt kommen die zweiten Hexagone. Ja, bleib hier. Hey, ich hab nicht mal gezogen. So. Gut. Kommst du auch noch dran. Und du auch noch. So. Du machst ja auch gerade noch den Healer, den musst du auch noch leveln. Auf jeden Fall. Ja. Und ich will immer noch... Ist cool. Ich will immer noch Dings erreichen. Mentor endlich. Mir fehlen noch 113 Stück. 112 glaube ich danach. Und dann war es das. Erstmal für die Charaktere. Und ich muss erstmal Limitrauscher hier irgendwo reinsetzen, weil den habe ich nicht drin. So. Und wenn der mir wieder meinen Limitrausch klaut, dann... Jetzt habe ich. Nice. Und das war's. Zack. Perfekt. Und so beendet man das. Oh. Mann, und was gibt's noch als letztes? Hirtenstock. Druide. Braucht man eigentlich. Könntest du eigentlich auch drum würfeln, gell? Mhm. So, und raus hier. Gut. Raus hier. Kein WS gekriegt. Bestimmt du beide. Ich schon. Beide, mhm. Oder? War klar. Mhm. Ist ja klar. Tank oder Healer. Kriegen sie. Der Rest kriegt natürlich nix. Und wo stellt man? Stellen wir uns hier hin. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wird uns sehr darauf freuen. Und wie ich schon im letzten
Part oder beim Palast der Toten erzählt habe. Danke für die 1500. Ist wirklich gut von euch gemeint. Oder falsch gesagt. Ist halt wirklich Nice gut. ist es. Nice, ja. Ja. Nice. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.